Oha. Steinwächter. Da. Schön. So, das ist jetzt der zweite Raum, ne? Und der zweite Raum, da soll ich dem Licht folgen. Bis zum Ende. Was auch immer das heißt. Bei jedem dieser Dinger sind auf jeden Fall Fackeln. Da sind Dreiecke als Augen, da sind Vierecke, Dreiecke, Vierecke, Dreiecke. Da ist Licht. Da sind Zombies. Nee, das sind Pilze. Da ist Licht. Hier ist am meisten Licht, bis jetzt, von den dreien. Da ist ganz hinten Licht. Da ist... Also ich nehme an, das ist die Mitte. Weil, ne? Weil da am weitesten weg das Licht ist. Wir können ja mal gucken, was passiert, wenn wir in eins der anderen Dinger reingehen. Ich muss übrigens Telekinese irgendwie mal als Schriftrollen besorgen. Damit wir von Weitem... Da sind Stacheln. Ne, sind... Sind das Stacheln? Oh, hier ist Loot. Oha. Ist denn hier irgendwas Tödliches? Ich bin doch hier falsch, oder nicht? Hä? Keine Stacheln. Was? Hinter mir ist zugegangen. Bin ich aus Versehen richtig gelaufen? Druckplatten. Abgrund. Okay. Was? Allein schon, dass hinter mir zugegangen ist, ist schon mal schlecht. Fackel? Ich habe zu viele Items. Okay. Ah, sind die Fackeln nicht hier irgendwo direkt darunter? Da. Ich steck doch jetzt hier eh fest, oder nicht? Also die beiden sind schon mal falsch. Die eine war richtig. Ich lade nochmal diesen Ding und guck mal die anderen rein. Also bin ich jetzt da? Ist richtig, oder was? Bin ich da... Fackeln. Hier drunter... Da. Die muss ich wenigstens nicht dauernd neu casten. Ah. Okay. Ich verstehe nicht, warum... Warum... Woher weiß ich denn, dass das hier der richtige Weg ist? Licht am Ende, oder was? Hä? Ist da hinten kein Ende? Vielleicht? Da ist keine hinten Wand, ne? Ja, kann sein. Ja gut, wir sprinten nochmal durch. Ich will nochmal gucken. Keine Ahnung. Wir müssen also nach rechts dann. Die anderen werden dann alle so ähnlich sein, denke ich. Ja? Ich dachte... naja, gut.
Da ist gar kein Licht da hinten. Ja gut, dann wird das hier schon richtig sein. Ich speichere nochmal darüber. Warum bin ich hier gerade rein? Auf jeden Fall haben wir jetzt hinten auch die Wand gesehen. Also, beziehungsweise nicht gesehen. Ups. Was? Da, ja. Da wollte ich rein. Ja. Nochmal hier. Bitte? Was? Habe ich irgendwas... Was? Was? Da ist doch richtig. Bin ich jetzt irgendwie... Was? Wo bin ich denn vorhin reingegangen? Da, oder was? Hm. Warum ist diese Tür richtig und die anderen nicht? Das war die Tür, die ich vorhin gegangen bin. Ja, ich wollte von rechts anfangen. Okay. Warum? Was macht denn das hier anders? Als den Gang daneben zum Beispiel. Der genauso aussieht. Ich brauche hier Licht. Da. Also ich weiß, dass ich nach rechts muss, ne? Aber woher weiß ich das? Raten oder... Ach so, die sehen anders aus, die Platten. Okay. Easy. Easy und schon bin ich tot. Sehr gut. Ja, die Platten. Ach, meine Güte. Wie ich das hasse, das Rumscrollen wegen einer dummen Fackel. Die Scheißen. Wenn ich die finde. Hier waren die irgendwo. Sind die Fackeln woanders? Warum? Speichern. So, jetzt habe ich das mit Fackel in der Hand gespeichert. Ich auch gelacht hier. So. Gehen wir hier rüber. Da lang. Da rechts. Und dann achten wir darauf, dass auf dem Boden bis hierhin dass da ist wieder eine andere Farbe. Whoop. Wie schön ich das auch erkläre und dann trotzdem sterbe. Die Fackeln legt er auch weg. Ja, dann mache ich heiliges Licht. Ich dachte, die Fackeln behält er, wenn man speichert. Also mit diesem Licht hätte ich das nie erkannt. Oder ganz schwer nur. So, ja. Okay. Rademis. Das ist ein Stachelfußboden. Ich nehme an, ich sterbe, wenn ich das Falsche sage. Warte mal. Eine Ewigkeit lang war mein Geist gefangen. Nun bin ich endlich frei. Das Schwert hat einen neuen Träger. Die letzte Kammer wurde geöffnet. Oh oh. Aber die Pforte sieht ziemlich verschlossen aus. Dies hier ist nicht die Pforte zur letzten Kammer. Diese Pforte führt dich in den Raum davor. Der Träger hat sie hinter sich verschlossen. Wie öffne ich die Pforte? Bewege einen der Hebel. Hinter dir die? Irgendeinen? Oh, da sind noch mehr. Diese Hebel öffnen die Pforte. Nicht alle Hebel lösen die Falle aus, richtig? Doch. Das tun sie. Dein Vater hat die Falle erbaut. Woher willst du wissen, wie sie funktioniert? Quarodra. Ich
ich höre noch immer die Hammerschläge auf der anderen Seite des Tores. Seit so langer Zeit. Das Schwert ließ mich sehen. Seine Rache. Für mein Versagen. Das heißt, du hast gesehen, welcher Hebel der richtige ist? Nein. Ich habe es seit langem vergessen. Okay, ja. Versuch dich zu erinnern. Es ist so lange her. Was? Oh oh. Löst er jetzt einen Hebel aus? Ach so! Ach, ist das dämlich. Alles klar. Geschick, Einhandkampf. Nice. Er hat den einfach nur gedrückt. Egal welchen. Und jetzt kann ich durch. Das ist ja geil. Okay. Das ist ein cooles Rätsel. Weil wir in der Mitte sicher standen. Ah. Da ist doch noch ein Dunkelpilz. Den sehe ich doch. Danke. Haben wir schon wieder 50? Oh yeah. Sexy. Haben wir nachher noch mehr Mana. Vielleicht hätte er mich auch einfach in Ruhe gelassen. Aber naja, zu spät. Da fällt mir was ein. Es gab in den Einstellungen. Ne, warte mal. Es gab in den Einstellungen irgendwas mit Fokus. Das wollte ich jetzt mal irgendwann mal da. Kampffokus. Beides. Also beides ist Quadrat und Aufhellen. Machen wir mal. Gucken, wie das aussieht. Ah, das war das. Ich glaube, das mache ich mal. Warum nicht? Dann sehen wir besser, was wir gerade anvisieren. Ja, und jetzt? Ein Pilz! Nom. Nom, 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 nom. Nom, nom. Raven, hä? Guck mal hier. Raven. Großbuchstaben. Joa. Einfach kämpfen oder wo willst du jetzt nochmal reden? Wie ist? Hey, du. Das ist das Schwert? Oha. Seht, wer gekommen ist. Mein Meister hat mich davor gewarnt, dass Enos seine Schergen schicken würde. Aber dass du so früh auftauchst, hätte ich nicht erwartet. Nun, da du so schnell warst, werde ich dir auch einen schnellen Tod schenken. Du hast deine Seele an Belia verkauft. Zu einem guten Preis. Als General werde ich seine Armeen befehligen. Interessant. Und was ist mit dir? Weißt du, wie viel deine Seele wert ist? Ich mache nur das, was getan werden muss. Hört ihn euch an. Einen bescheidenen Diener schickst du mir, Enos. Oh, ich wünschte, dir wäre ein bisschen mehr Licht drin, ey. Bist du sicher, dass ich ein Diener Enos bin? Was? Was redest du da? Hältst du es nicht für möglich, dass ich ein Diener Adanos bin? Unsinn! Vielleicht diene auch ich Belia. Oder nur mir selbst. Nun, in diesem Fall wirst du nicht einmal ein würdiger Gegner für mich sein. Mir reicht's jetzt. Lass uns anfangen. Hast du es so eilig zu sterben? Mal gucken, wie stark er ist. Wie du willst. Au.
Ja, da geht er down, ne? Und die Katze, die muss ich wieder reinschneiden. Ach, schön. Kein Unterschied für euch, hoffentlich. Ah, Degen, alle Sachen. Ja, gucken wir uns mal die Klaue an. Das Ding wird stärker, je stärker ich bin, oder was? Rubinkling ist gut. Wo ist denn das Ding? Da. Ich speichere mal eben. Bevor ich das Ding anlege. Waffe lässt sich nicht anlegen. Oh, ich krieg Schaden. Okay. Das sollte ich überlassen. Okay. Dann muss ich die erst irgendwie reinigen oder so, ja? Komme ich denn jetzt wieder raus? Das ist die Frage. Hier sind keine Truhen, das sind nur die dicken Füße. Ja, bin ich jetzt, also habe ich jetzt nur die Klaue Belias gekriegt. Ich hätte jetzt auch seine Rüstung noch genommen. Ja, Raven down. Sehr gut. Schon wieder. Also eigentlich haben wir ihn schon mal getötet. Genauso wie Bloodwyn. Ich glaube, Taurus hatten wir leider auch getötet, ne? Was? Muss ich irgendwas machen auf dem Altar oder so? Wie komme ich hier raus? Da ist ein Schalter. Portal. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Bleiben die jetzt auf Dauer böse? Das ist sehr ärgerlich sogar. Tempelportal, nee. Da. Nee, auch nicht. Was? Nein. Mal gucken, ob die jetzt. Jetzt schließe ich dich auf, Kerl. Ja, nee. Ah, alles gut, ja gut. Du schon wieder. Willst. Ich hab's geschafft. Raven ist erledigt. Damit hast du Belia einen kräftigen Tritt verpasst. Dann wirst du jetzt weiterziehen? Meine Jupp. Aufgabe in diesem Tal ist beendet. Ich könnte mich mal ein paar Tage ausruhen. Ja, du bist ständig unterwegs, was? Ich wünsche dir eine gute Reise. Wer weiß, vielleicht laufen wir uns nochmal über den Weg. Oh ja, warum nicht? Wer weiß, es gibt eine Menge Tore und Durchgänge, die du durchqueren wirst. Und an einem solchen wirst du mich finden. Natürlich, Taurus. Oh Mann. Mit dem Namen ist er gemacht für sowas, ja. Okay. Aha, wir sind raus. Und wir legen wieder das an. Können wir jetzt erstmal speichern. Sehr schön. Was mache ich jetzt mit der Klaue? Ich gehe erstmal Tag machen. Das heißt aber, die Magier sind hier jetzt auch durch, ne? Also kann ich die dann wieder wegschicken und... Die Erdbeben haben aufgehört und wie ich sehe, weilst du immer noch unter den Lebenden. Heißt das, dass deine Mission erfolgreich war? Ja. Raven ist tot. Ja. Yeah. Ist es also vorbei. Ardanos sei Dank. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Wir stehen tief in deiner Schuld. Du hast dem Bösen eine mächtige Waffe entrissen und das Gleichgewicht in diesem Teil der Welt wiederhergestellt. Als die Erdbeben verstummten, haben wir beraten, was nun geschehen soll, und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Geh hin und nimm die Klaue Belias. Sie soll nun dir bestimmt sein. Wirklich? In deiner Hand kann sie ein mächtiger Verbündeter sein. Nutze sie weise, mein Sohn. Ardanos möge dir dabei helfen. Könnt ihr das Ding erst reinigen? Oder so? Dafür sorgen, dass der Tempel wieder zu altem Glanz erblüht. Nur Myxia ist schon nach Korenis aufgebrochen, um Vatras zu unterstützen. Ah. Vatras ist schon zu lange alleine in der Stadt gewesen.
Mixier ist auch der mit dem, der mich das mit den Tafeln lehrt, ne? Moment. Ich werde nochmal speichern. Hey, du. Was können wir jetzt mit der Klaue genau machen? Die können wir ja nicht tragen. Ich habe die Klaue Belias an mich genommen, doch ich kann sie nicht anlegen. Die Klaue Belias ist eine ganz besondere Waffe. Sie hat einen eigenen Willen und Bewusstsein. Du, der nun diese mächtige Waffe besitzt, bist ihr Herr und Meister. Oder auch nicht? Sie ist ein Teil von dir und wird sich deinen Fähigkeiten anpassen. Doch tut sie das nicht aus freien Stücken. Nur Belia selbst kann sie dazu zwingen, dir zu gehorchen. Was kann ich mit der Waffe tun? Das liegt in deiner Hand. Du hast die Waffe erobert und bist nun ihr Herr. Ich kann dir nur empfehlen, was du damit machen kannst. Ja. Entweder du übergibst sie mir und ich werde dafür sorgen, dass sie keinen Schaden mehr anrichtet. Oder du machst dir ihre Macht zu nutzen und verwendest sie im Kampf. Warum sollte Belia mir helfen? Nur ein Gebet zu ihm kann das bewirken. Aber sei vorsichtig. Achso, dafür sind die Schreine da. Ist niederträchtig. Ja. Wenn du seinen Zorn erregst, dann wird er dich das spüren lassen. Verstehe. Könntest du die Waffe nicht verwahren? Wenn du sie mir gibst, dann werde ich sie unschädlich machen, damit niemand mehr sie missbrauchen kann. Sowas kannst Überleg du? Überleg dir also gut, was du tun wirst. Okay. Was werdet ihr nun tun? Wir bleiben hier und verhelfen dem Tempel wieder zu Glanz und Größe. Aha. Zu lange schon verweilen seine Mauern in diesem beklagenswerten Zustand. Was dich angeht, mein Sohn, es freut mich zu sehen, dass ich mich in dir getäuscht habe. Du bist der Bewahrer des Gleichgewichts. Daran gibt es keine Zweifel mehr. Ohne deinen Mut und deine Kraft wäre die Insel von Korinnis untergegangen. Wir danken dir und werden deiner in Ehren gedenken. Widme dich jetzt wieder den anderen Aufgaben, die noch vor dir liegen, und gib dieser Welt wieder Gleichgewicht und Frieden. Geh nun und erfülle dein Schicksal, Bewahrer. Unsere Gebete begleiten dich. Yeah, okay. Wo ist ein Schrein von Belia? Gab's hier in der Nähe direkt einen? Ja, aber ich weiß nicht mehr wo. Am Strand gab's einen, das weiß ich. An dem Nordstrand, glaube ich, ne? Also gehe ich jetzt zu den Piraten. Ja. Weil da weiß ich, wo der Schrein ist. Und dann machen wir das, gucken wir uns das mal genauer an. Mit der Kralle. Ich hoffe, wahrscheinlich muss ich Lebenspunkte opfern, maximal, ne? Gut, wir haben jetzt auch über 400. Wenn ich jetzt zwei opfern muss oder so, ist das auch egal, glaube ich. Mal gucken. Wenn wir das zu einem Bogen machen können, dann wäre das ziemlich cool. Aber weiß nicht, vielleicht... Ich kann mich zumindest erinnern, dass du als Magier konntest du aus dieser Klaue... konntest du irgendwie magische Runen machen. Verschiedene auch. Also irgendwie... Mit du, wenn du am Anfang nur Kreis 3 oder so kannst, dann kriegst du da eine Rune für. Und später kannst du das auch wechseln irgendwie für Kreis 6 oder so. Aber ich weiß nicht, wie das mit Nahkampfwaffen war. So, hier war das, genau. So, ich hoffe, der hat nichts dagegen, weil ich hier die Innenausrüstung anhab. What? Der hat mir wirklich 55 maximales Leben genommen. Verbessern? Was ist denn verbessern? Oh, Chance auf Extraschaden. Wie oft ist die Chance? Einheitwaffe, ne? Ha. Huh. Ist die dann jetzt besser als Betty? Die ja 10 Schaden mehr macht, aber... Nee, 30 Schaden mehr. Nee, die ist nicht besser als Betty. Noch nicht. Kann ich die Waffe noch weiter verbessern? Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit der Waffe. Also es ist eine Nahkampfwaffe oder eine Einhand- oder eine Zweihand quasi, ne?
Je nachdem, was besser ist bei mir? Wahrscheinlich. Es ändert nichts an den Stats. Jetzt habe ich 50 Leben dafür geopfert. Will ich das Ding überhaupt? Das ist halt die Frage, ne? Schaden, Chance auf extra Schaden. Ich brauche mal hier irgendwen, den ich angreifen kann, um zu testen, wie der Schaden ist. Können wir hier mit einem der Piraten ein Sparrings-Match haben? Will ich das... Nee, ich will eigentlich nicht das Leben opfern. Die 55. Also ich lade jetzt erstmal. Weil ich denke nicht, dass das besser ist. Vielleicht entscheide ich mich später nochmal um, aber weiß nicht. Und Tarn sind die Lebenspunkte, glaube ich, noch besser. als ein Schwert dabei zu haben, das eventuell manchmal mehr Schaden macht als Betty. Was es ja nicht mal macht. Also, Ja gut, dann... Ich habe jetzt noch eine bessere Waffe. Weiß nicht, wenn ich das halt, also die Klaue Belias nochmal verbessern könnte. Ich kann die ja auch Saturas geben, ne? Das da. Warum habe ich denn jetzt meine Sachen abgelegt hier? Beim Gespräch. Ja, wo ist die Piratenrüstung? Mal kurz mit Greg reden. Der wird das sicherlich wissen wollen. Du vielleicht auch? Nee. Er hat auf die falschen Leute gehört. Yo, was geht? Raven ist erledigt. Yeah. Donnerwetter, das hätte ich ja nicht gedacht. Hast ihn kalt erwischt, was? Das ist mir doch glatte 500 Goldstücke wert. Das ist nett. Ein wahrer Teufelskerl. Weiter so. Yeah, cool. Ja. Dann sind wir hier durch, ne? Können wir dieses Tal verlassen? Mixie ist dann jetzt in der Stadt, ne? Das heißt, wir können da auch noch später Sprache lernen. Wie viel XP brauchen wir noch? 10.000, Alter. Heißt, wir können endlich mit Vatras irgendwie da was machen, was das Auge Innos angeht. Joa, ich weiß jetzt auch nicht. Ich denke, ich werde die Klaue jetzt einfach Saturas geben. Oder wir behalten die wegen Sammeltrieb. Ich glaube nicht, dass sie nochmal besser wird, halt. Ich gebe die eigentlich ungern weg, sagen wir so. Aber. Nimm die Klaue Belias und vernichte sie. 2000 Erfahrung. Wie du willst, mein Sohn. Gib sie mir. Auf dass sie nun keinen Schaden mehr anrichte, werde ich sie in den Tiefen des Meeres versenken. Adanos Weisheit wird über sie wachen. Okay, dann. Adanos möge. Dann sind wir komplett im Tal durch, ne? Soll ich mal mit allen reden hier? Mit den Wassermagiern? Vielleicht verabschieden oder sowas? Hey, du. Nee. Du nicht? Du nicht? Kronos und der Typ da oben noch. Hi. Lass. Nichts Interessantes, ne? Könnte die hier noch kaufen, die Eisblock-Dinger. Die waren sehr, sehr nützlich, aber ich weiß nicht, gegen wen wir das einsetzen sollen. Ist egal, komm, wir kaufen alle drei. Die waren sehr, sehr nützlich. Das Einzige, was wir jetzt hier noch machen könnten, wäre, das Banditenlager komplett zu töten. Also generell NPCs zu töten, nur weil wir bei denen fertig sind. Könnte ich auch mal den Magier machen. Ehrlich gesagt. Solange Vatras nichts dagegen hat.
Und die Sumpfgolems, die drei. Die, weiß ich nicht. Muss ich ja auch nicht machen. Aber ja, das fehlt noch. Alles andere haben wir, glaube ich, gemacht. Hey, du. Die Reise durch das Portal ist sicher? Bisher habe ich keine Bedenken. Okay. Fortuno. Ah, grüner Novize. Siehst du, das haben wir noch nicht. Senjan haben wir schon tot. Ablöser, geschändete Schreine. Das ist auch schon erledigt. Also hier, ne? Ja. Also haben wir noch eine Quest, zwei Quests, drei und vier. Die zwei weiteren sind halt erledigt eigentlich. Die verschwinden nur nicht aus dem Questlog, warum auch immer. Gut. Dann geht's jetzt zurück nach Corinus. Ja. Achso, hier konnte ich... Hier waren noch mehr Infos, ne? Ah, ich bin so dumm. Was war denn hier noch? Nee. Keine Infos. Auch gut, okay. Ich dachte jetzt, da wäre noch Infos gewesen für die Fragestunde bei Quahodron. Ja, dann weg hier. Sind jetzt sehr gestärkt wiedergekommen. Nee, ich muss nicht Laris. Ich muss woanders hin. Ach, erzähl mir nicht sowas. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. So. Diego, Schätzelein. Die Quest mit der Diebesgilde wird gar nicht mehr angezeigt, ne? Fällt mir gerade so ein. Aber ich glaube, wir können die immer noch verpfeifen bei Lord Hagen. André? André. Hey. Ich kann dich leer. Hier, 20. So. Jetzt kostet das immer noch 20. Soll ich noch mehr Level dafür opfern? Wie Level sind wir denn jetzt? 30. Jetzt müsste ich noch zwei Level wieder warten, bevor ich dann irgendwie 5 Punkte mehr kriege. Nee, ich glaube, wir haben jetzt genug Geschick. Ich speichere hier mal. Auf. So. Mal hier. Da. So. Jetzt fangen wir an, die permanenten Sachen da zu nutzen. Also, das wäre dann dementsprechend die Tafeln. Nähe dich die. Da. Das sind schon mal 8 hier, ne? Das kann ich nicht lesen. Dann die Tränke. So viel ist es gar nicht, was wir haben hier, ne? Jetzt sind wir bei 118 und dann legen wir jetzt das Zeug wieder an. Nee, das fehlt noch 42. Ja, als nächstes müssen wir Tränke brauen lernen oder halt weiter das Lesen der Sachen. Ich denke Tränke, das Lesen werden wir als nächstes lernen, denke ich. Na, wo ist es? Da. Denn dafür brauchen wir nur 15 Punkte. Und Tränke brauen brauchen wir 20. Nee, da. Und da. Sehr schön. Wir haben jetzt 137, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Geschick. Ah. 23 mehr noch, krass. Egal, kriegen wir schon noch. Für den Bogen. Unwichtig ist ja auch nicht, dass wir jetzt einfach Bogenschießen auch mal lernen, ne? Das muss ja auch noch sein.
Zeig mir. So, bei dir wollte ich was kaufen. Doppelblock. Ja, ne? Ja. Obwohl ich 200 Waffen nicht brauche, aber ich will's lernen. Danke. Dann gehen wir jetzt zu Bossbau und verkaufen erstmal all unseren Krempel. Wie viel XP? Noch 8000, ja. Das ist doch lange bekannt. Mhm. Ich habe mir das schon gedacht. Wir könnten jetzt den 140er Bogen nutzen, ne? Nee, noch nicht. Ja. Da bist du ja wieder. Hier. Ich habe hier ein paar Felle für dich. Schafsfell? Würde mir nie im Traum. Wolfsfell, das ist gut. Fell von Wagen. Zähe Biester sind das. Ah, sogar das Fell eines. Was zur Hölle ist das für ein Fell? Troll. Das habe ich einem. Ja. Das ist ein halbes. Gute Arbeit. Ja, wir sind jetzt noch reicher. Und jetzt zeig mir deine verkaufen wir noch unsere ganzen Waffen. Hatte ich nicht eben noch mehr Gold? Ach nee, ich habe ja das Buch gekauft. Ah, bevor ich jetzt hier da. Erstmal das da. Ja. Also, den Meisterding behalten wir. Aber alles andere kann hier eigentlich weg. Ja. Ja, alles andere müsste hier weg können. Achso, und warte mal, den magischen Hammer nicht, ne? Der taucht hier gar nicht auf, oder? Weil es ein Quest-Item ist? Doch, da ist er. Den hier nicht. Okay, den heiligen Hammer. Den wollte ich auch erstmal behalten, obwohl eigentlich kann er weg. Das ist eine Zweihandwaffe, ist okay. Bisschen Chaos beseitigen hier. Das behalten wir. Schürhaken behalten wir auch. Vielleicht müssen wir irgendein Feuer schön schüren. Da, so. Behalt mal die magischen Sachen, obwohl eigentlich könnt die auch weg, oder? Magische Armbrust, magischer Bogen. Komm mal weg damit. Der glitzert halt toll. Mehr kann der auch nicht. Das auch. Das auch. Gut. Haben wir doch schon mal eine Menge aufgeräumt. Nein. Ach, verdammt. Lebenskraft, werden wir ihn nie nutzen. Hier weg damit. Das nicht. Was haben wir hier noch? Frankos, nein. Ja. Ja. Das könnte ich jetzt weghauen eigentlich. Aber ich behalte es erstmal. Lebenskraft kann weg. Lamme nicht. Den brauchen wir nicht mehr. Die Quest haben wir erfüllt. Ja, ne? Heiler. Wobei, eigentlich Heiler kann weg. Das Einzige, was ich. Also Lebensenergie kann weg, ja. Das, was ich brauche, ist vielleicht Mana. Und vielleicht Krieger. So, das kann weg. Mana? Ach so, das heißt, diesen Ring brauchen wir nicht. Ihre Wunden heilen. Gut. Bisschen aussortiert. Über nochmal 150 Pfeile. Müssen über die 1000 kommen. So. Nee, da. Gut. Jetzt sind wir fertig hier. Dann gehe ich jetzt zur Diebesgilde. Ja, ne? Dann gehe ich jetzt zur Diebesgilde und raube die erstmal aus. Dann kann ich die umbringen und dann kann ich die wahrscheinlich noch ausliefern. Also kann ich noch sagen, hier, Diebesgilde habe ich platt gemacht. Das sollte uns alles nochmal ein bisschen Erfahrung geben. Denn mit denen sollten wir dann durch sein. Nehmen wir an, wir töten die easy. Ausrauben sollte auch easy sein und so. Hey, Cassia. Hey.
Danke. 400 Gold nochmal. Wo ist hier? Da ist er. Ramirez? Ne, Jesper. Hey, du. Ramirez war in dem anderen Raum. Was? Was ist hinter der verschlossenen Tür? Dahinter befindet sich die Truhe. Die Truhe des Meisters im Schlösserknacken. Fingers. Er hat sie mit einem so unglaublich komplizierten Schloss versehen, dass sie bisher niemand aufgekriegt hat. Leider wurde er geschnappt. Sie haben ihn in die Barriere geworfen, wo er wahrscheinlich gestorben ist. Ja. Aber wenn du versuchen willst, die Truhe zu öffnen, hier ist der Schlüssel zu dem Raum. Oh, danke schön. Ach was. Das ist ja nett. Das heißt, da vorne irgendwo auf der rechten Seite war noch... Sind wir da nicht auch so reingekommen? Cool. Okay. Na du? Danke. Und Job, was? Hast du einen Job für mich? Es gibt da schon eine Sache, die ich gerne haben würde, aber bisher habe ich es noch nicht gefunden. Was kann ich dir besorgen? Einen Sextanten. Bring mir einen Sextanten. Dafür zahle ich dir einen guten Preis. Ich habe einen Sextant für dich. Ich wusste gar nicht, dass hier noch eine Quest gab. Du hast tatsächlich einen gefunden. Hier, deinen Lohn hast du dir wahrlich verdient. Okay. Wow. Was? Hatten die noch Quests für mich, ja? Würde die jetzt gerne ausliefern und töten. Ja, fangen wir mal hier an. Weg mit der Waffe! Nee, nicht mit ihm. Du bist ja gar nicht. Sie hat den Meisterdegen. Was? Was geht denn hier? Was? Was das denn eben? Sie hat 500 Erfahrung gegeben. Fett. Joa. Meisterdegen. Sextanten kriegen wir auch noch wieder. Ist das nicht toll? Meisterdegen. Jep. Und ein Schlüssel zu irgendwas. Was? Grobes Schwert. Dann gehen wir jetzt die Tür da hinten nochmal aufmachen. Bisschen tut's mir natürlich auch leid um die, aber ich weiß nicht. Die Tür hier. Ja, da waren wir noch nicht drin, stimmt. Nichts zum Angreifen. So, Fingers Truhe hier. Da. Aus Teil 1 auch, ne? Fingers. Rechts, rechts, rechts. Rechts, rechts, rechts. Links, links. Rechts, rechts, rechts. Links, rechts. Rechts, rechts, rechts. Rechts, rechts, rechts. Links, rechts, rechts, rechts. Links, links. Nein. Rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, fuck, rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, links, link. Ah, ist hohe Kombination hier. Rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, links, rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, rechts, nein, noch einmal mehr, fuck. Rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, nein, ah, rechts, 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 links, rechts,
Rechts, rechts, rechts, links. Rechts, 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 links. Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Ich hätte mir das aufschreiben müssen. Rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, rechts. Ich komme immer durcheinander hier. Das kann nicht sein. Rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, ne? Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Okay. Rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ne, ist falsch. Warum komme ich denn immer durcheinander? Das kann nicht sein. Rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links. Ah. Stärkebonus. Ja, Fingers Meistertruhe. Ja, ein Elixier. Damit kommen wir jetzt auf 140. Das heißt, wir müssen den Buchen noch, den komischen Bogen noch kaufen. Oh ja, dann wird unser Schaden nochmal um 15 erhöht. Erstmal den Trank trinken, weil wir geil sind. Yeah. Meine Güte, was für eine schwere Truhe. Ja, dann sind wir hier durch, ne? Können auch mal mit Hannah reden, aber ich meine, wenn man die... Ah ne, wir reden jetzt nochmal mit Lord André als nächstes. Und danach gehen wir zu Vatras erst. Und dann schauen wir mal, wie das dann da weitergeht mit dem Auge Innos. Ich bin in Ramirez Butze. Nein. Da. Ihr kriegt davon auch gar nichts mit, ne? Ihr Leute, die in der Stadt irgendwie die Sache machen? Nee. Genau. Also alle die oben unsere Hehler sind im Prinzip da, für unser Diebesgut, da ist keine Veränderung, zum Glücklicherweise. Sonst hätte ich es auch, glaube ich, nicht gemacht. Weil mit einem Klick alles Silber einfach verkauft kriegen für guten Preis, ist schon sehr sexy. Na? Hey. Hier. Wegen der Diebesgilde. Ja. Ich habe sie alle zur Strecke gebracht. Damit hast du der Stadt einen großen Dienst erwiesen. Du hast deine Pflicht erfüllt, wie es sich für einen Diener Innos und einen Soldaten des Königs gehört. Dir steht ein Kopfgeld für die Banditen zu. Hier, nimm es. Oh. Ich habe einige der verschwundenen Leute retten können. Wie viele Leute hast du gefunden? 5. Alle, die noch am Leben waren. Ah. Alle? Das war eine große Tat. Wie ist die Lage in der Stadt? Alles unter Kontrolle. Du unterstehst ab jetzt direkt Lord Hagen. Wende dich an ihn. Gut, wie passend. So, dann sehen wir uns gleich bei Vatras wieder. In der nächsten Folge halt.